Ja, ich denke, wir werden noch mehr klatschen heute. Aber das war ein schöner Einstieg. Vielen Dank, Martin, für diese wunderbare Einführung. Ich wünsche Ihnen jedenfalls für diese nächsten 90 Minuten viel Spaß und Bühne frei für die Märchen und Geschichten. Ja, vielen Dank. Das war auch wieder ein guter Einstieg. Mein Name ist Norbert Bökle, Bruder von Manfred, wie man sieht. Und ich wohne in Grabenneudorf und bin seit gut 30 Jahren Märchenerzähler. Ich habe ein Märchen ausgesucht. Das war eines meiner ersten Märchen, die ich überhaupt gelernt habe. Und darum ist auch mein Lieblingsmärchen. Aber nicht nur deswegen, sondern es hat auch so einen feinsinnigen Humor und kann uns vielleicht auf die eine oder andere Weise etwas fürs Leben mitgeben. Es heißt, vom Soldaten, der im Himmel und in der Hölle diente. In alten Zeiten war alles ganz anders. Die ganze Welt war anders. Und ein Soldat musste 25 Jahre im Heer dienen. Damals entließ man einen Soldaten, der seine 25 Jahre gedient hatte. Der Sergeant sagte zu ihm: Mein lieber Soldat, 25 Jahre hast du dem Zaren treu gedient. Dafür bekommst du 25 Kopeken und eine alte Patronentasche. Ah, sagt der Soldat, also für die Kopeken, da kaufe ich mir Tabak. Aber was ich mit der Patronentasche machen soll, das weiß ich wirklich nicht. Doch, ich werde sie an meinen Gürtel heften. Vielleicht ist sie ja noch zu irgendetwas nützlich. Wie gesagt, so getan. Und unser guter Soldat machte sich auf den Weg nach Hause. Er hatte einen weiten Weg vor sich und musste schauen, dass er gut über die Runden kam. Doch gute Leute gaben ihm zu essen und zu trinken. Und hin und wieder auch eine Schlafgelegenheit auf dem Küchentisch oder im Heu. Doch da es ein warmer Sommer war, so war es auch nicht weiter schlimm, wenn er einmal auf einer Wiese oder im Wald übernachten musste. Eines Tages nun nahm ihn ein Bauer zur Nacht bei sich auf. Und da es ein neugieriges Bäuerlein war, so durchsuchte es, als unser Soldat schlief, alle seine Taschen. Nun hatte unser Soldat wirklich nichts bei sich, außer dieser alten Patronentasche. Auch die machte das neugierige Bäuerlein auf. Und kaum hatte es aufgemacht, da sprang ein kleines, zottiges Teufelchen heraus, das fauchte ihn an. Warum lässt du mich nicht schlafen? Der Bauer erschrak zutiefst, klappte die Tasche zu und konnte vor lauter Angst kein Auge mehr zutun. Am nächsten Morgen fragte er den Soldaten, was hast du denn da in deiner Tasche? Was soll schon drin sein? Nichts. Wenn da nur keine Teufelei drin steckt, meinte der Bauer. Teufelei, lachte der Soldat und dachte nicht anders, als dass der Bauer nicht recht bei Trost sei. Doch dann
machte er sich weiter auf den Weg nach Hause. Unterwegs aber ließ ihm die Antwort des Bauern keine Ruhe mehr. Und er dachte, jetzt trägst du diese Tasche schon so lang mit dir und hast noch nie hineingeschaut. Vielleicht ist doch etwas Nützliches drin. Und er öffnete sie. Sogleich sprang wieder das kleine, zottige Teufelchen heraus und fragte, hast du einen Wunsch, Soldat? Der Soldat war ganz baff, doch ließ er sich nichts anmerken und sagte, als sei es das Selbstverständlichste auf der Welt, ja, bring mir etwas Gutes zum Essen und zum Trinken. Sogleich flog das Teufelchen davon ins nächste Pfarrhaus, holte aus dem Ofen eine gebratene Gans, aus dem Keller eine gute Flasche Wein und war ihm nur wieder zurück. Der Soldat aß die Gans und trank den Wein. Da fragte das Teufelchen schon wieder, hast du noch einen Wunsch, Soldat? Ja, den habe ich. Ich möchte wissen, wie du in meine Patronentasche gekommen bist. Ich bin hinein verzaubert. Wer mich trägt, dem muss ich 10 Jahre lang dienen, muss ihm jeden Wunsch erfüllen. Nach 10 Jahren aber fahre ich mit ihm zur Hölle. Aha, dachte der Soldat, der ganz und gar nicht in der Hölle kommen wollte. Und so überlegte, wie er das Teufelchen überlisten könnte. Und dann hatte er eine Idee. Denn das Teufelchen fragte schon wieder, hast du noch einen Wunsch, Soldat? Ja. Bringe mich sofort in den Himmel. Den Himmel, stotterte das Teufelchen und schlug gleich sämtliche anderen Reiseziele vor. Aber unser Soldat blieb eisern. Du hast gesagt, dass du mir jeden Wunsch erfüllen musst. Also bring mich sofort in den Himmel. Das Teufelchen schimpfte und fluchte zwar, dass der Soldat es so hereingelegt hatte, aber es musste gehorchen. Also trug es den Soldaten vors Himmelstor. Klopfte sogar noch daran, doch hinein ging es natürlich nicht, sondern wartete, was geschehen würde. Nun, es geschah nichts Besonderes. Petrus öffnete die Tür und ließ den Soldaten herein, der froh war, der Hölle entronnen zu sein. Im Himmel war es wunderschön. Überall, da blühten duftende Blumen. Die Vöglein sangen gar lieblich. Und die Engel spielten herrlich auf ihren Geigen. Aber dem Soldaten gefiel es trotzdem nicht. Was nützt ihm das Ganze, wenn er nirgends seinen Tabak kaufen konnte oder in ein Wirtshaus gehen und ein Spielchen spielen oder ein Schnäpschen trinken? Nein, Wirtshäuser gab es im Himmel nicht. Also ging er eines Tages zum Petrus und sagte zu ihm, heiliger Petrus, dein Himmel ist ja wirklich wunderschön, aber für uns Soldaten doch nicht das Rechte. Was hältst du von der Idee, wenn ich hier im Himmel ein Wirtshaus aufmachte? Petrus strich sich seinen Bart, kratzte sich hinterm Ohr und meinte dann, nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht, ich hätte da nichts dagegen. Aber da müssen wir vorher den lieben Herrgott fragen.
Als der ihr Anliegen hörte, da wurde er recht böse und schimpfte und sagte, was ihm denn einfiele, ein solch weltliches Ding hier im Himmel. Und ehe er sich's versah, war der Soldat aus dem Himmel herausgeworfen. Da zupfte ihn das Teufelchen, das immer noch vor dem Tor saß, am Ärmel und sagte, ich bring dich jetzt in die Hölle, komm mit, irgendwann musst du eh dorthin. Eigentlich hat er ja recht, dachte der Soldat. Und wer weiß, vielleicht geht es in der Hölle ja lustiger zu. Tja, und ob's da lustiger zuging. Da wurde gesungen und getanzt. Die armen Seelen spielten mit dem Teufel Skat. Und Wodka gab's, so viel er nur wollte. Der Soldat dachte, also wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich doch gleich in die Hölle gegangen. So vergingen die Tage, die Wochen und die Monate. Doch mit der Zeit, da gefiel es unserem Soldaten nicht mehr in der Hölle. Es gab dort keine Sonne, keine Blumen, die blühten, kein Wind, der sanft über die Felder strich. Das alles fehlte unserem Soldaten. Und er überlegte, wie er wieder aus der Hölle herauskommen könnte. Und dann hatte er eine Idee. In der Hölle gab es auch einen Popen. Mit dem freundete sich unser Soldat an. Eines Tages, da sprach er zu ihm, hey Brüderchen, was hältst du von der Idee, wenn wir hier in der Hölle eine Kirche aufmachten? Dann bist du der Pfarrer und ich bin der Ministrant. Nicht schlecht, sagte der Pope, wirklich nicht schlecht. Aber da müssten wir den Oberteufel fragen. Als der Oberteufel hörte, was ihr Anliegen war, da fing er an zu schimpfen und zu fluchen, was ihnen denn einfiele. In die Hölle gehöre nun mal keine Kirche und sie seien überhaupt nicht wert, Höllenbewohner zu sein und ihr Ränzel packen. Und ehe sie sich's versahen, waren sie zur Hölle hinausgeworfen. Tja, was blieb ihnen anders übrig, als wieder zum Himmel zu gehen? Sie klopften an. Petrus öffnete die Tür, ließ den Popen auch sogleich hinein. Dem Soldaten aber schlug er vor der Nase die Türe zu. Er hatte ihn noch gut in Erinnerung. Da stand nun unser Soldat. Was sollte er tun? Aus der Hölle hatten sie ihn herausgeworfen und im Himmel wollten sie ihn auch nicht haben. Da fiel ihm wieder seine Patronentasche ein, die immer noch an seinem Gürtel hing. Und er öffnete sie. Und sogleich sprang wieder das kleine, zottige Teufelchen heraus. Und er sagte, bring mich sofort auf die Erde zurück. Und er hatte noch nicht recht ausgesprochen. Da flog er schon durch die Luft. So schnell, dass die Haare im Wind flogen und er die Augen schließen musste. Als er sie wieder öffnete, da lag er auf einer Wiese. Die Blumen blühten, der Wind strich sanft über die Felder und die Vögel sangen gar herrlich. Und er wischte sich die Augen und dachte, habe ich nun alles nur geträumt oder war ich wirklich im Himmel und in der Hölle gewesen? Wie dem auch sei, auf Erden ist es immer noch am schönsten. Und er stand auf und machte sich auf den Heimweg. Zuvor aber löste er die Patronentasche vom Gürtel und warf sie in eine tiefe, tiefe Schlucht.
Mhm.